Herzlich willkommen, Bernd Siefert aus Michelstadt. Ups. Nehmen Sie die Maske ruhig ab. Ich habe beinahe die Maske vergessen abzunehmen hier. Sie werden nicht der Erste, dem das hier passiert. Schön, dass Sie bei uns sind. Immer wieder gerne. Wir dachten uns, ja, Weihnachten steht vor der Tür, Weihnachtsplätzchen sind in aller Munde und das im wahrsten Sinne des Wortes. Dann wollen wir jetzt auch mal zeigen, wie man die richtig macht. Würde ich sagen, oder? Und der Klassiker ist das Butterplätzchen, also Buttergebäck. Dann legen wir los. Wann nehme außer Butter? Außer Butter, wir brauchen, wie sagt man so schön, die gute Butter. Geht natürlich auch, eine Margarine würde auch gehen. Schmeckt halt anders. Ja. Puderzucker brauchen wir. Ein bisschen Speisestärke. Kann man durch Mehl ersetzen, wenn man es nicht hat, aber Stärke macht so ein bisschen zärter, ein bisschen mürber. Mhm. Dann kommt Zitronenschale dazu. Also so der Abrieb. Der Abrieb, genau. Dann Vanillemark, sprich aus der Schote. Die unglaublich teuer geworden sind. Die ist richtig teuer geworden, ja. Also muss man das inzwischen bei den Preisen jetzt auch draufschlagen überall? Tatsächlich ja. Also es wird immer schwieriger, auch Zutaten zu bekommen. Also Himbeeren zum Beispiel. Machen zum Beispiel bei den Dominosteinen so ein Himbeergelee. Da ist dann tatsächlich mittlerweile 100% bei den Himbeeren Aufschlag drauf. Ja. Und das muss man irgendwo leider weitergeben. Kann man nicht mehr selber schlucken. Dann kommt zur Bindung zwei Eigelb dazu. Und dann haben wir entweder eine ganz tolle Küchenmaschine oder eine ganz tolle rechte Hand. Die ganz tolle rechte Hand. Oder wenn man zwei Hände nutzen will, auch gerne zwei. Das Ganze ist wirklich kein Hexenwerk. Also das ist easy going. Kann man mit den Kindern machen. Finde ich immer ganz schön. Kinder, Enkelkinder da mal mit Sauerei machen zu lassen. Ja, ich fand das auch immer ganz toll, bis ich gemerkt habe, dass ich derjenige bin, der nachher aufräumen und sauber machen darf. Und die Kinder, denen ist das dann egal. Die sind bei den ersten zwei, drei Plätzchen nur dabei und dann sind sie weg. Ja. Das ist leider so. Ja. So, jetzt haben wir unseren Teig schön gebunden. Mehr soll das wirklich nicht sein. Also da kann ruhig so ein hier und da noch so ein kleiner Mehlklumpen noch da dran hängen. Ja. Also das ist jetzt so ein klassischer Mürbeteig, oder? Ein klassischer Mürbeteig, genau. So, jetzt sollten kann man Sie, übrigens ganz, ganz wichtiger Hinweis für unsere Zuschauer, sollten Sie das direkt mal nachbacken wollen, eventuell, um am Wochenende die Familie zu überraschen mit frisch gebackenen Plätzchen à la Konditorweltmeister, dann finden Sie das Rezept auf unserer Internetseite hr-fernsehen.de/hallohessen oder per QR-Code, den wir unten links einblenden, Smartphone ran, raus, ran an den Fernseher, abfotografieren und dann haben Sie das Rezept auf Ihrem Handy drauf. Herr Kölker, wie Sie das machen, das ist unglaublich. Das, so einen Text könnte ich mir nie merken. Das ist unglaublich. Das finde ich nett von Ihnen. Immer gerne. So, jetzt habe ich den Mürbeteig so ungefähr eine halbe Stunde Frischhaltefolie eingepackt, in den Kühlschrank gestellt und Aber das ist wichtig mit dem Kühlschrank, gell? Dass der Mürbeteig da. Die Butter muss sich so ein bisschen stabilisieren, ja, und dann ist eigentlich alles gut. Ja. Kann man auch gut einfrieren den Teig, ob man jetzt so einen ganz klassischen Ausstecher nimmt mit Sternen oder die neumodischen Geschichten hier mit Auswerfer, mit Prägung gleich mit drauf. Die finde ich ganz schön, die sind richtig schick, aber die haben natürlich ein Problem, wie kriege ich die Dinger raus? Das heißt, ich habe hier gleich so ein Muster, jetzt geht es natürlich perfekt raus. Das war so ein Männchen. Aber normaler, das, ja, genau, so ein Nussknacker im Endeffekt, ja. Und wenn es nicht rausgeht, braucht man einen Pinsel oder irgendwas, wo man dann das nachher vorsichtig rausformt. Ja, so. Und wenn man gar keinen Ausstecher hat, kann man natürlich ein Glas nehmen oder man nimmt sich einfach nur ein Messer oder hier in dem Fall habe ich so einen Teigroller genommen, tue mir ein Rechteck rausschneiden und das Ganze dann mit ein bisschen Eistreich bestreichen. Eistreich ist in meinem Fall jetzt hier Eigelb mit ein bisschen Milch, eine Prise Salz, eine Prise Zucker, das schön bestreichen und dann kommt das hier entweder auf ein Backpapier, Blech drauf oder auf so eine Backmatte. Die hilft natürlich, das Ganze ein bisschen mehlfreier zu machen. Ja.
Wenn es dann gebacken ist, Mürbeteig sollte immer trocken gebacken werden. Das heißt, nicht zu warm, weil sonst haben wir zu viel Restfeuchte drin und dann wird die nachher so ein bisschen so knatschig, sagen wir mal. Also was heißt denn jetzt genau trockenbacken? Also nicht zu heiß? Trockenbacken heißt maximal 175 Grad. Dann aber über einen längeren Zeitraum, oder wie? Die Backzeit verlängert sich, desto kälter wir backen. Und genau so umgekehrt, wenn ich jetzt eine Makrone oder sowas, wo viel Feuchtigkeit drin bleiben soll, dann muss ich heißer backen. So, jetzt habe ich mir überlegt, so ein Butterplätzchen ist zwar an sich schon lecker, aber man kann es ja natürlich noch so ein bisschen auf Neudeutsch aufpimpen. Und da mache ich mir eine Eiweißglasur. Eiweißglasur bedeutet ein Eiweiß, fünf bis sechs Teile Puderzucker, ein Spritzer Zitronensaft. Das Ganze so ein bisschen schaumig gerührt, glatt gerührt. Und dann habe ich so eine wunderschöne weiße Glasur. Das muss Puderzucker sein oder geht auch normaler Zucker? Ja, Puderzucker ist tatsächlich besser. Okay. So feiner wird's. So, jetzt habe ich hier so zwei Kreise drauf und gibt es mittlerweile auch zu bestellen, zu kaufen, überall. Solche Perlenmischungen finde ich ganz schick. Ich weiß da nie, darf man die essen oder nicht? Die darf man essen. Die darf man essen, das sind im Endeffekt nur dragierte Reiskörner. Und ich sag mal, man muss gute Zähne haben, ein gutes Gebiss haben, damit sich da nichts abbricht. Mhm. So, dann ziehe ich hier so eine Linie drauf. Hier oben noch eine Schleife dran. Und schon ist es fertig. Was war das? Das ist ein ganz einfacher. Das sind Christbaumkugeln, genau, die sie da gemacht haben. Ja. Ich dachte erst Ohrringe, aber okay, nee, geht auch als Christbaumkugel durch. Ich trage so Dinger nicht. Oder hier für die Sterne machen wir einfach nur hier zack, einfach drüber und dann hier auch gerade wieder reingetaucht. Also ich merke schon, man braucht eine gewisse künstlerische Begabung, um sowas machen zu können als Konditor, oder? Nein. Meine Kindergartentante im Kindergarten hat gesagt, ich bin das unkreativste Kind der Welt. Ah. Also von daher, selbst ich krieg das hin. Ja gut, ich frage nur, weil Sie sind ja Konditorweltmeister geworden und das wird man nicht, indem man Marmorkuchen backt, oder? Wahrscheinlich nicht. Nee, also man muss da schon ein bisschen mehr Gas geben dafür, ja. Und im Zweifelsfall auch ordentlich verzehren können. Ja, also ich sag mal, das sind jetzt so die ganz einfachen Sachen. Wenn man jetzt ganz perfekt sein will dann und den Nussknacker hier zum Beispiel ausdekorieren will, dann hat man für jedes Körperteil, für jedes Kleidungsstück eine eigene Eiweißglasurfarbe, tut es außenrum noch einranden, dann auslassen mit der Farbe. Hier und da vielleicht mal eine Silberperle noch drauf und so. Also, aber dann ist so ein Keks eigentlich unbezahlbar. Dann kostet so ein Ding dann 5 Euro oder sowas. Ja, der ist halt auch zu schade, um ihn zu essen. Das stimmt. Überhaupt, man will ja ein paar Tage was davon haben. Wie lagere ich die am besten? Im Idealfall so der Länge nach in den Mund reinschieben, dann ist er im Bauch ein paar Tage gelagert. Ich habe vorhin vor der Sendung zwei Stück gegessen und ich war pappsatt, weil da so wahnsinnig viel Butter drin ist und die sind sehr lecker. So viel kann ich nicht essen. Also wenn ich die ein paar Tage noch länger bewahren will oder vielleicht auch verschenken möchte. Ja, im Idealfall ist natürlich das Lagern in der Gebäckdose, Blechdose, da ist es dunkel gelagert. Es geht eigentlich darum, dass man Licht und Luft weghalten soll von den Gebäcken. Und muss eine gewisse Feuchtigkeit dran? Also macht zum Beispiel Sinn, die im Kühlschrank zu lagern? Nee, würde ich nicht machen. Je nachdem, was für ein Gebäck ich habe. Ich will ja hier bei dem Mürbeteig, will ich es ja auch mürbe und trocken haben. Das heißt, hier würde ich zum Beispiel kein feuchtes Gebäck dazu tun. Oder dieser klassische Trick hier, eine Orange mit ein paar Nelken gespickt. Das macht man eigentlich eher bei Gebäcken, die feucht gelagert werden sollen. Zum Beispiel Zimtsterne. Zimtsterne, das werden wir übrigens zufälligerweise nach 17 Uhr hier produzieren, beziehungsweise produzieren lassen von Bernd Seifert. Darf ich mal probieren? Ja, immer gerne. Sie haben hier ein paar vorgebacken. Ich nehme jetzt nur so ein Stück vom Nussknacker. Gerne. Okay? Ja. Weil alles andere Nussknacker, wir könnten auch ein paar Nüsse dann in den Teig reintun. Also da ist nichts in Stein gemeißelt. Ich könnte da jetzt genauso geriebene Kokosraspeln reingeben oder ein paar Haselnüsse gerieben. Oder. Also sind schon sehr, sehr lecker. Sehr, sehr lecker. Man schmeckt wirklich jedes Gramm Butter raus und es schmeckt gut. Das muss es sein. Oder gerade zur Weihnachtszeit muss man sowas haben.
Wir sind ja nicht zum Spaß hier, oder? Es sind die besten Weihnachtsplätzchen, die ich je gegessen habe, wollte ich noch sagen. Bernd Siefert, vielen Dank bis hierhin. Wunderschönen guten Tag. Schön, dass Sie da sind. Wir wollen Weihnachtsplätzchen backen. Nachdem Sie vorhin schon ganz tolle Butterplätzchen gemacht haben, kommen wir jetzt zum Klassiker schlechthin. Und zwar der Zimtstern. Zimtstern, oder? Ja. Ich muss dazu sagen, ich mag eigentlich Zimtsterne nur so ein bisschen, so bedingt. Also nicht immer so mein Ding. Aber ich hatte vor ein paar Jahren hatte ich mal einen Wettbewerb, wo ich in der Jury war und da war eine Stewardess dabei und die ist extra nach Sri Lanka geflogen und hat dort frischen Zimt sich besorgt und ist dann mit dem frischen Zimt. Und das war wirklich ein unglaubliches Ist das Geschmack. So, tatsächlich? Absolut. Das knallt dann richtig, ja, bei das diesen ist, Zimtsternen. Also es ist ja unglaublich. Man muss auch wirklich aufpassen. Und wo haben Sie jetzt Ihren Zimt her? Aus Sri Lanka? Den habe ich tatsächlich auch aus Sri Lanka, aber der kam auf dem Seeweg. Okay, ist also ein Tick weniger frisch, aber nicht deutlich weniger unaromatisch. Genau. So. Zimtsterne, da gibt es so eine Religion, sage ich mal, mit oder ohne Mehl. Normalerweise ohne Mehl. Ich habe hier Marzipan. Ich habe hier gemahlene Mandeln. Jetzt fängt es schon an. Welche Mandeln? Woher? Kalifornische Mandeln sind süße Mandeln. Mittelmeermandeln, die haben so einen Bittermandelanteil noch mit dabei. Finde ich wieder schöne, deshalb habe ich hier ein Marzipan aus Mittelmeermandeln dabei. Da hat man so ein bisschen. Das schmeckt man echt raus, ja? Das schmeckt man richtig raus, okay. Ja. Ich war vor 2 Jahren war ich in Neapel und habe auf dem Schiff mit Johann Lafer zusammen gekocht und ich musste für ihn auf den Markt fahren und verschiedene Mandeln einkaufen. Und selbst die aus Bari und die aus Sizilien, die haben unterschiedlich geschmeckt. Ja. Ist tatsächlich so. Hat also, der Herr Lafer das rausgeschmeckt? Nee. So, aber jetzt Spaß beiseite. Hier, Zimt haben wir da. Ich mag es ganz gerne, wenn auch ein bisschen Zimt in der Eiweißglasur drin ist. Aber wir machen es mal ganz klassisch. Hier einfach nur das Zimtpulver frisch gemahlen. Und das ist tatsächlich wichtig. Frisch gemahlen. Wenn es schon ein Jahr im Vorratsschrank rumliegt, dann würde ich es tatsächlich eher sagen, machen wir mal nicht. Mhm. Ja? So. Sollten Sie das nachbacken wollen, dann finden Sie das Rezept für die Zimtsterne auf unserer Internetseite hr-fernsehen.de/hallohessen oder per QR-Code, der unten links jetzt eingeblendet ist. Da müssen Sie nur mit Ihrem Smartphone an den Fernseher gehen, das einscannen und dann haben Sie das Rezept für die Zimtsterne auf Ihrem Handy drauf. So, und jetzt machen wir es ganz einfach. Das heißt, ich habe hier mir ein bisschen Eiweißglasur weggenommen. Ja? Die kommt oben drauf. Dann habe ich hier meinen Marzipan. Den knete ich jetzt einfach in die Eiweißglasur rein, dass der richtig schön glatt ist. Das ist nämlich der Trick dabei, dass es schön saftig wird nachher. Und dann kommen nur noch unsere Nüsse rein. Und ob es jetzt Mandeln sind oder Haselnüsse oder Walnüsse. Dem Herrn Lafer wird es egal sein. Ich denke mal schon, ja. Ich frage ihn nächste Woche. Ach, haben Sie noch Kontakt? Ja, ja. Ach, okay. Ja, ja. Demnächst haben wir wieder ein Gourmet-Event miteinander. Verstehe. Ja. Ich muss auch noch jemanden grüßen, ganz, ganz arg. Weil ich hatte die Woche das erste Mal in einem Kurs in Koblenz, im Patisserie-Lehrgang, ein Mitarbeiter vom Hessischen Rundfunk aus der Küche hier. Ach was. Und genau den Kurs, den möchte ich jetzt mal richtig live grüßen. Ja, machen Sie. Ja, ihr habt es richtig gut gemacht. Ich fand es richtig toll. Ihr habt ein richtig tolles Ergebnis hingelegt. Nächsten Kurs, die haben es schwer. Ja, aber das gibt mir, also das freut mich, dass unsere Jungs und unsere Mädels aus der Küche so begabt sind. Das wird sich ja auf unser Kantinenessen dann entsprechend niederschlagen. Ja, ich freue mich drauf. Der hat heute noch Urlaub. Und nächstes Mal, wenn ich hier bin, dann erwarte ich natürlich schon ein bisschen was Besonderes. Sie kneten da ganz schön lange schon dran rum. Ja, so, das Ganze hier sollte auch im Idealfall mal ein bisschen ziehen lassen. So auch so eine halbe Stunde, Stunde kann man das auch in Frischhaltefolie verpackt einfach kühlen. Und dann kann man anfangen mit dem Ausrollen. Ausrollen habe ich hier ein bisschen süße Brösel. Also Semmelbrösel kann man auch nehmen, wenn es nicht süß sein soll. Dann geriebene Mandeln. Dann spare ich mir das mit dem Mehl nämlich.
Oder ich nehme mir so eine Backmatte, die funktioniert natürlich auch. Und dann fange ich an, das auszurollen. Gleichmäßig hoch. Ungefähr einen Zentimeter hoch. Mhm. Ja. Was auch lecker ist, wenn man jetzt Zimt nicht so gerne mag, Kardamom. Ist total lecker. Ist gerade der Trend aus Skandinavien schlechthin. Und dann gucken, dass nicht so viel von dem Gebrösel da drauf ist. Und dann nehme ich meine Glasur und verstreiche die mit einer, so einer Palette. Ist da immer ganz praktisch. Muss das dann erstmal antrocknen oder kann ich direkt anfangen auszustechen? Gar nicht. Es sollte tatsächlich so weich sein, ja, weil sonst bricht es nachher. Und jetzt habe ich hier die spanische Kastagnettennummer. Das heißt, ich habe hier so Zimtsternaufstecher. Ah, okay. Die gibt es tatsächlich nur in Deutschland. Und tatsächlich, so werden die dann ausgestochen und kommen dann nachher so raus. Zwischendrin immer mal ein bisschen in Wasser eintauchen. Aber in der Glasur war jetzt kein Zimt drin, oder? Ich habe jetzt mal, damit sie ganz schön weiß sind nachher, kein Zimt rein. Wir machen es tatsächlich so, dass auch noch ein bisschen Zimt in die Glasur reinkommt. Weil bei denen, die sie hier vorgebacken haben, das sehe ich doch sofort, die haben so einen leichten rötlichen Stich hier, diese Glasur. Da ist das offensichtlich schon drin. Die kommen tatsächlich aus Michelstadt und die wandern jetzt in ihren Magen, aber normalerweise gehen die in unseren Online-Shop und ganz schnell noch zu den Leuten, weil wir haben ja gerade mit dem Thema, was nicht rechtzeitig ankommt, ist bei uns natürlich auch immer ein Thema. Oh. Also ich habe schon 1000 Zimtsterne in diesem Leben gegessen, aber noch keine haben so zimtig geschmeckt wie die von Ihnen. Ja. Also da merkt man wirklich, das ist frischer Zimt, auch wenn er auf dem Seeweg hier hingekommen ist und nicht irgendwie aus so einer Gewürzdose mal schnell darüber gestreut. Die Qualität ist es A und O, ist so. Ja, das ist wirklich ganz, ganz wichtig. Das, was mal reinsteckt, kommt nachher auch wieder raus. Mhm. Alles andere macht keinen Sinn, weil wir wollen uns ja... Was auffällt ist, die sind auch richtig schön saftig innen drin. Ja. Wie bekommt man das hin? Vor allem, dass das dann auch über mehrere Tage im Zweifelsfall so saftig bleibt. Also, es gibt zwei Möglichkeiten. Möglichkeit Nummer eins, heiß und kurz backen. Dann bleibt die Feuchtigkeit, die im Gebäck ist, natürlich auch drin. Was man aber auch machen kann, man kann sie komplett durchbacken. Mhm. Und dann legt man sie unter so ein Netz auf den Balkon. Und dann zieht die Luftfeuchtigkeit wieder an und wird dann weich. Und dann bleibt es auch wirklich lange so saftig und weich. Hervorragend. Gute Idee. Aber das habe ich jetzt nicht gesagt. Ich habe es gehört, das ist die Hauptsache. Wie lange muss das normalerweise im Backofen, so ein Zimtstern dann? Ja, also wir backen den ungefähr 12 Minuten. Bei wie viel Grad und was für einer Hitze? Der jetzt relativ warm. Weil wir kommen mit der so nicht mehr hinterher. Das heißt, immer nur kurz backen, damit recht Feuchte drin bleibt und dann ein Ding nach dem anderen raus. Dann sage ich an dieser Stelle, es sind es sind wirklich die besten Zimtsterne, die ich je gegessen habe, weil sie einfach so unglaublich saftig sind und so schön tolles Zimtaroma haben. Was haben wir gelernt? Wenn man die möglichst lange feucht haben oder saftig halten möchte, sollte man so ruhig mal auf den Balkon legen, damit die Luftfeuchtigkeit ziehen und dadurch einfach diese Saftigkeit bekommen, auch wenn er das nicht gesagt hat. Aber abdecken, sonst freuen sich die Vögel. Also, Dankeschön.